Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns nun den Aufstieg und Fall von Thilo an. Mal schauen, ob es da überhaupt einen Fall gibt. Weil, keine Ahnung, ich weiß es nicht persönlich. Wir gucken uns das an, aber ist auf jeden Fall vielversprechend. Und schauen mal, was da so Neues vielleicht auch los ist. Ich hatte ja auch schon meine Vergangenheit mit Thilo, nachdem ich das Video hier rausgehauen habe. Thilo ist nur so Verherrlichung von Drogen. Kam so bei ihm jetzt nicht so positiv an. Ich habe auch gehört, dass er so nicht so positiv auf mich zu sprechen ist, so direkt. Also, kann zumindest sein. Mir persönlich ist es relativ egal, aber wir schauen uns das einfach mal an. Ne? Ich finde ja die Musik, die er trotzdem macht, oder auch diesen musikalischen Stil jetzt auch nicht schlecht. Thilo gehört seit einigen Jahren zu den kontroversesten Persönlichkeiten der deutschen Musikindustrie. Mit Texten über seine Drogenexzesse und Sucht platzierte er sich abermals in den deutschen Charts und stieg zu einem der neuen Stars am Rap-Himmel auf. Thilo galt als einer der gehyptesten Künstler Deutschlands, doch sein Image bröckelte mit der Zeit ein wenig. Thilo soll Jugendliche in die Sucht treiben, Fans hintergehen und keinerlei musikalisches Talent besitzen. Doch harte Zeiten tun sich auszahlen. Doch wie kam es eigentlich zu seinem Erfolg? Schließlich lebte Thilo kurz vor seinem Durchbruch noch in einem vermoderten und verlassenen Haus und schien an seiner Drogensucht zugrunde zu gehen. Alles rund um seinen Aufstieg, seine Skandale und die vermeintlichen Gründe für seinen bevorstehenden Absturz erfahrt ihr heute in diesem Video. Ich bin gespannt. Aber fangen wir mal von vorne an. Thilo Pannier wurde 2001 mit 0 Jahren in Itzehoe geboren und wuchs im ländlichen Legerdorf auf. Thilos Heimat hat zwar nur 3000 Einwohner, Zugang zu Drogen gibt es heutzutage aber überall und so rauchte er mit 14 seinen ersten Joint und nahm im Alter von 15 Jahren seine ersten Pillen ein. Er wurde in seiner Jugend nämlich... Ich kann nur einen kleinen Tipp geben. Der Tipp ist dumm, da kommen wir jetzt dreist drüber, aber wirklich, auch wenn es vielleicht cool ist, in einer Gruppe mitzumachen oder so, verzichtet einfach drauf. Also Freunde, die dir unbedingt antreten wollen, irgendwelche Drogen zu probieren, die sind definitiv nicht gut für euch. Ja? Ich kenne auch einige, die so, sag ich mal, jetzt nicht krass abgerutscht sind, aber die das genommen haben und dann in Kreisen unterwegs waren und dann selber gedealt haben und dann Probleme hatten. Also kenne ich auch einige, deswegen es belastet am Ende des Tages nur die Leute und vor allem, du weißt auch nie, von wem das Zeug kommt. Ja, und wenn dann irgendein gestrecktes Zeug ist, dann hast du auf jeden Fall ein Problem oder wenn du irgendwelche Pillen nimmst, die dich komplett fertig machen, dann hast du eben so ein Problem. Ich eines Abends auf der Straße überfallen und zusammengeschlagen und danach traute er sich aufgrund der Panik und Ängste selten raus. Über das Internet fand er dann heraus, dass Benzodiazepine gegen seine Symptome helfen würden und da traf es sich gut, dass sich im Medikamentenschrank seiner Mutter Diazepam befand. Doch trotzdem sollte Thilo im Alltag weiterhin mit Panikattacken zu kämpfen haben. Das ging irgendwann sogar so weit, dass er zu Vorstellungsgesprächen nicht erschienen ist und er bei einem simplen Telefongespräch, Herzflattern und Schweißausbrüche erlebte. Thilo befand sich also in einem Teufelskreis zwischen steigenden psychischen Problemen und steigendem Drogenkonsum wieder. Da er aus dieser Abwärtsspirale nicht rauszukommen schien, verbrachte Thilo einen großen Teil seines Alltags auf Drogen zu Hause, anstatt zum Beispiel arbeiten zu gehen. Dieses Verhalten nahm seine Mutter dann zum Anlass, Thilo im Alter von 18 Jahren vor die Tür zu setzen und von hier an lebte Thilo an einem Ort, den er bis heute als Baustelle betitelt. Denn Thilo konnte nach dem Rauswurf glücklicherweise einen Weg finden, ein Dach über dem Kopf zu haben. Sein Vater hatte für 5000 Euro ein großes, aber dafür extrem runtergekommenes und vermodertes Haus gekauft, um das komplett zu renovieren. Dementsprechend war das Haus eine komplette Baustelle. Es gab einen einzigen Raum, der halbwegs belebbar war, doch auch in diesem Raum waren die Lebensbedingungen ziemlich miserabel. Zum Duschen musste Thilo damals beispielsweise Wasser erstmal in einem Boiler aufwärmen, Heizen war im Winter auch nicht so ganz möglich und in jeder Ecke hatte sich neben Schimmel auch gleich mehrere Insekten- und Rattenpopulationen gebildet. Und auch zu essen... Ja, ist natürlich nicht unbedingt der Lebensstil, den man sich wünscht. Ne? Hey, ich sag euch, Sucht ist eine sehr, sehr belastende Sache und natürlich, ich habe da auch Verständnis für, ich mache niemandem einen Vorwurf, wenn man süchtig ist. Ja? Meine Kritik ging ja damals darum, das haben ja viele nicht verstanden, oder obwohl ich es mehrfach gesagt habe, wollten es viele nicht verstehen, diesen Drogenkonsum so nach außen zu tragen. Ja? Auch im positiven Sinne nach außen zu tragen, dass man es braucht oder sonst irgendwas. Ja, natürlich eine Sucht, natürlich gehört das auch dazu und ist auch Bestandteil vielleicht vom Leben, aber vielleicht sollte man das vielleicht ein bisschen runterfahren und das nicht unbedingt den jüngeren Leuten zeigen, weil
man präsentiert das, als wäre das dann am Ende des Tages irgendwas Cooles. Und darum ging es mir, dass diese Öffentlichkeit das nicht unbedingt vielleicht miterleben sollte, wie du was nimmst und was daran cool ist oder auch nicht cool ist. Oder was. Ja, also du kannst natürlich aufklären vor Gefahren, aber das, was er gemacht hat, war in meiner Hinsicht einfach zu viel des Guten. Hatte er kaum. Aber natürlich, so eine Sucht, ihr seht ja, was dann passieren kann. Ja, dann wirst du auf die Straße gesetzt und dann weißt du nicht mehr weiter. Also ich, es ist schon eine sehr, sehr harte Sache. So, ich kann mich da nicht hineinversetzen, muss ich auch an der Stelle sagen, aber ich stelle es mir schrecklich vor. Denn das wenige Geld, das ihm monatlich zur Verfügung stand, gab er meist für Drogen aus. Die Lebensumstände auf der Baustelle konnte man nämlich nur ertragen, wenn man sich komplett die Sinne betäubt. Digga, ich habe auf einer Baustelle gelebt mit Ratten und so, nichts gefressen, alles war am Schimmeln und so. Aber egal, Bruder, du hast 8 Pillen im Kopf jeden Tag. Ist alles gut, Digga, ist alles easy, mach ich alles. Vergisst alles in deinem Leben, bist kompletter Zombie. Aber woher kam das Geld für die Drogen eigentlich? Musik. Schon mit 16 fing Tilo auf Teamspeak mit dem Freestylen an und auch auf der Baustelle baute Tilo tatsächlich sein Mikrofon und Laptop auf, um an seiner Musik weiter zu feilen. 2018 und 2019 veröffentlichte Tilo dann Songs, EPs und Mixtapes wie am Fließband. Er verdiente rund 500 Euro brutto im Monat, wovon laut eigenen Aussagen rund 80% für Drogen draufgingen. Hey, es muss aber trotzdem erstmal schaffen, aus nichts plötzlich mit Musik 500 Euro zu verdienen. Also, natürlich, das ist jetzt nicht mörderisch viel Geld. Für seine Lebensverhältnisse ging das vielleicht, aber es ist aus dem Nichts, das erstmal zu schaffen, ist jetzt auch nicht verkehrt. Kein Wunder also, dass neben emotionaleren Nummern sich ein Großteil der Songs um Drogen drehte. Um Tilo sah es also nicht sonderlich gut aus. Schließlich war er immer noch ein Drogenabhängiger, der zwischen Ratten und Schimmel ein paar hundert Euro auf Spotify machte, um seinen Konsum irgendwie zu finanzieren. Tilo befand sich in einem endlosen Teufelskreis zwischen Konsum und psychischen Problemen. Und die Geschichte eines verwahrlosten Drogenabhängigen würde normalerweise auch genau hier enden. Doch ein simpler TikTok-Trend sollte sein Leben komplett verändern. Auf der Baustelle entstanden gleich 2 Hits, die Tilos Leben während der Corona-Zeit um 180 Grad wenden sollten. Der Song Ordentlich ging nämlich einige Monate nach... Ja, den habe ich auch. Also ich kenne die Songs auch schon auch relativ zeitig, habe ich die mitgehört. Also ich bin jetzt nicht der, weil ich war nie so krass der Fan von Autotune-Zeug. Aber es klingt halt musikalisch, das ist einfach so, also es passt einfach. Seine Stimme passt perfekt auf die Beats und schlecht klingt das dann auch nicht in Kombination. Egal, was man jetzt von Tilo halten mag, so musikalisch, er hat Erfolg und die Leute mögen sie offensichtlich auch. Ich frage mich aber, wie er damals überhaupt die Mittel hatte, solche Musikvideos zu drehen. Weil diese Musikvideos, die er gedreht hat, die kosten ja auch eigentlich ein Stück. Veröffentlichung durch einen TikTok-Trend durch die Decke und mit Crashen landete er kurz darauf einen zweiten Hit, der auf Spotify mittlerweile fast 100 Millionen Streams hat. Das ist schon sick. Aus dem Nichts stand Tilo als Headliner vor tausenden Leuten auf der Bühne und arbeitete kurz darauf mit dem wohl bekanntesten Producer-Team Deutschlands an einem Song, der Tilos Durchbruch endgültig manifestieren sollte. Mit Mixo und McLeod kreierte er nämlich einen Sommerhit, der ihn landesweit bekannt machte. Sehnsucht hat heutzutage über 150 Millionen Streams auf Spotify, crazy, ging Platin und hielt sich ganze 69 Wochen in den Charts. Tilo hatte es also geschafft. Durch die Hits von der Und da muss ich sagen, bei dem Lied, ja, also es ist ein krasser Ohrwurm und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, das ist ein richtig geiles Lied. Ist ein richtig, richtig geiles Lied. Ich habe das auch eine Zeit lang hier im Stream gehört früher. Da hatte ich aber, keine Ahnung, 30, 40 Zuschauer. Aber weiß ich noch, habe ich auch öfter gehört, weil es war ein guter Vibe auch. Wurde er landesweit bekannt und konnte nun endlich in einer normalen Wohnung leben. Und dieser Schritt wurde natürlich mit einem weiteren viralen Hit verewigt. Tilo war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er nahm sich Emo-, Rock- und Punk-mäßige Gitarrenbeats und redete mit seiner kratzigen Stimme einerseits über seinen Weltschmerz, andererseits über Party und Exzess. Die Formel hatte bereits in den 90ern bei einigen Bands geklappt und so war es auch bei Tilo. Außerdem schien er genauso wie die damaligen Bands eine Kein-Fick-Attitude an den Tag zu legen und während viele genau das an ihm feiern. Yo, Shadow Moon, vielen lieben Dank für den ersten verschenkten Sub hier auf dem Kanal. Ganz, ganz vielen Dank. Wurde das von Kritikern als sehr problematisch eingestuft. Denn auf einen seiner Songs rappt Tilo zum Beispiel davon, wie er einer Dame eine Pille ins Glas schmeißt, weshalb seine Texte von einigen Kritikern als ziemlich gefährlich angesehen wurden. Ich tue sie ditte, dann kippe danach. Will sie nicht ditte, gibt's Pille ins Glas. Meist.
Okay. Weshalb seine Texte von einigen Kritikern als ziemlich gefährlich angesehen wurden. Friedel von der Puls Musikanalyse hat Thilo daher auf die potenziellen Gefahren durch seine Vorbildfunktion angesprochen. Und Thilo sagte dazu Folgendes. Und ich habe das immer so gemacht und ich werde das auch weiter so fahren. Ist mir egal, so ich bin nicht dafür zuständig, was irgendwelche Kids machen, so dafür gibt's Eltern und so, keine Ahnung. Doch das sollte nicht der einzige Kritikpunkt sein. Besonders angegriffen. Ja, das ist wieder Verantwortungsbewusstsein woanders entschieden, aber gut. Aber was willst du machen, so da kannst du nicht viel mehr diskutieren. Wurde Thilo dafür, dass seine Texte und sein Verhalten auf Social Media und in der Öffentlichkeit Jugendliche dazu animieren könnte, ihm diesen Lifestyle nachzuleben. In seinen Texten ging es oft um Drogenexzesse, seine Posts auf Social Media und Vlogs zeigten ihn mit Opiaten, Benzos, Alkohol, Weed und anderen Drogen und auf der Bühne war er oft nicht wirklich nüchtern. Dieser Kritikpunkt hält sich bis heute und vor rund 1,5 Jahren sagte Thilo dazu Folgendes. Leute sagen auch immer, ich glorifiziere die Drogen so hart, Bro. Hier hat Rezo auf mein Video reagiert. Das weiß ich noch. Hört doch mal meine Musik, Digga. Es ist immer nur, dass du scheiße sind, dass Drogen mein Leben zerstören, Digga, dass ich Gift bin von Drogen, Digga, und dass ihr alle bitte keine Drogen nehmen sollt, Digga. Ey, jetzt gar nichts gegen Thilo, aber das ist doch Quatsch, was er gerade sagt. Also, es wird doch niemand ernsthaft behaupten, dass Thilo nicht drogenverherrlichend wäre. Come on, Alter. Auf diese Thematik werde ich im weiteren Verlauf dieses Videos nochmal zurückkommen, aber trotzdem würde ich... Also ich denke schon, dass es viele Phasen gab, wo es drogenverherrlichend war. Ist aber auch die Sache wieder, wie es rüberkommt und wie man es vielleicht rüberbringen möchte. Ich glaube nicht, dass ein Thilo das rüberbringen möchte, dass Drogen so geil sind, sondern er kann das nicht mehr differenzieren, ob das so rüberkommt oder nicht, weil für ihn ist das einfach ein Bestandteil. Ich von euch gerne jetzt schon mal wissen, welcher Seite ihr hier eher zustimmt. Wirkt Thilo eher drogenverherrlichend oder eher abschreckend? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Thilo stand also schon während seines Durchbruchs ein wenig in der Kritik, doch erfolgstechnisch ging es 2022 in nur eine Richtung, und zwar steil bergauf. Thilo sammelte fleißig Chartplatzierungen und Gold- und Platinplatten ein und war deshalb auch einer der Headliner auf dem Splash Festival. Doch das lief eher weniger gut. Hey, Dev Confusion, vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Mit 58 Leuten, ganz, ganz viel Liebe. Und ja, wir gucken uns gerade ein Video über den Aufstieg und Fall von Thilo an. Und danach gibt's True Crime. Dankeschön. I'm gonna break my monitor, I swear. Denn Thilo hatte als einer der gehyptesten Newcomer das Pech, dass der Auftritt in Top-Qualität und voller Länge von Arte auf YouTube hochgeladen wurde. Und das Arte-Video schlug einige Wellen. Thilo wurde in der Kommentarspalte und auf sämtlichen Social-Media-Plattformen auseinandergenommen. Was macht denn der, Alter? Arte nahm das Video aufgrund des Hates von Junge, die haben auch das Video einfach, die haben gesehen, das scheitert extrem und haben dann sich gedacht, jo, ich lade das einfach mal auf YouTube hoch. Junge, das ist auch ehrenlos. Auseinandergenommen. Hier, Thilos Blech, die haben einfach direkt den Thilo-Part hochgeladen, obwohl die wussten, dass es jetzt eine Stunde lang in die Hose geht. Was macht denn der, Alter? Arte nahm das Video aufgrund des Hates von YouTube wieder runter und einige Rapper schossen gegen Thilo und die neue Generation an Deutschrap-Künstlern. Auf der Bühne nur so Kinder, alles so Shisha-Kohle-Wechsler, kennst du? Naja, also wenn M-Punkt irgendwas erzählt, dann weiß ich nicht, ob das jetzt das Maß der Meinungen ist da draußen. Die waren gestern noch im Café Shisha-Kohle wechseln, heute stehen die auf der Splash-Bühne. Ich sag 95% genau. Der Leute, die aufgetreten sind, ne, 95%, ne, gehören einfach offiziell nicht auf eine Bühne. Wie ihr bei Manuelsen raushören könnt, ging es irgendwann aber gar nicht mehr allein um Thilo, sondern um etwas viel Größeres. Es entstand nämlich eine Grundsatzdebatte zwischen Alter Garde und New Wave darüber, was einen guten Rapper und einen guten Auftritt eigentlich ausmacht. Muss ein Artist auf der Bühne seine Texte ohne Playback perfekt durchrappen können, um ein guter MC zu sein? Oder macht der Künstler alles richtig, solange die Crowd eine gute Zeit hat? Auch wenn die Performance an sich komplett schwammig war. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Das Wichtigste ist, dass die Zuschauer zufrieden sind. Hier geht es um Unterhaltung und was bringt es mir, wenn man Monolog hört und so krasses Zeug hört und man ist aber nur entertained. Da kannst du noch so krass sein, du wirst die Leute damit nicht erreichen. Aber kommen wir zurück auf Thilo. Der Hate gegen ihn ging über die Grenzen der deutschen Rap-Szene hinaus. Denn nicht nur Hip-Hop-Fans, sondern auch Rock,
Pop-, Metal- und Schlagerfans sprachen sich negativ gegenüber der Bühnenperformance von Tilo aus. Doch es gab auch Rückhalt, denn neben Flair hielt auch Sido eine schützende Hand über Tilo. Rapper wie Sido hatten jahrelang Zeit, ihre Performance vor kleineren Crowds nach und nach zu steigern, bevor sie mit steigendem Hype auf die großen Bühnen kamen. Wegen Corona hatten Künstler wie Tilo kaum Bühnenerfahrung. Und das machte sich hier eben bemerkbar. Und besonders aufgrund des Atemmitschnitts hatte das eben starke Auswirkungen. Kollega wurde beispielsweise nach seinem ersten Splash-Gig ebenfalls zerrissen, da er das Mikrofon aufgrund mangelnder Bühnenerfahrung falsch an den Mund hielt. Doch bei Tilo kam eben der professionelle Mitschnitt von Arte und die Weiterverbreitung durch das moderne Social Media dazu. Und deshalb ging dieser Flop über die Grenzen der Deutschrap-Szene hinaus und damit deutlich viraler als damals bei Kollega. Zudem fehlte es Tilo auch einfach an einem Mentor, der ihn bei der Vorbereitung auf einen Auftritt unterstützt und gleichzeitig erklärt, wie man die Crowd anheizt und die Bühnentechnik richtig auf seine eigene Musik abstimmt. Da Tilo damals so ziemlich alles alleine mit seinem engsten Umfeld und ohne großes Backing machte, wurde die Lautstärke und das Autotune eben komplett falsch eingestellt. Also offensichtlich ist er hier was falsch eingestellt gewesen, weil er hat viel zu zeitverzögert gesungen. So, deswegen hat er vielleicht irgendwie die Musik dann nicht gehört oder irgendwas. Ne, wie gesagt, zeitverzögert kam das an seinem Ohr und dann hat das in einem anderen Dings mitgesungen. Aber ja, da mache ich ihm jetzt ja auch keine Vorwürfe. Also ich glaube, diesen Splash-Auftritt, was willst du ihm für einen Vorwurf machen in der Hinsicht? Der ist unerfahren, auf einmal ein Riesenauftritt und das geht dann halt in die Hose, weil die Technik nicht mal richtig mitmacht. So, keine Ahnung, also da würde ich ihm jetzt auch nicht die Vorwürfe machen. Und da darüber zu reden, ob das jetzt Rap ist oder nicht, ja meine Güte, wenn es Erfolg hat, ist es halt ein erfolgreicher Künstler. So, du kannst ja nicht den Erfolg absprechen, wenn du es auf Zahlen siehst oder mit Zahlen belegen kannst, dass der Typ halt erfolgreich ist und die Leute das feiern. Da gibt es halt für einen persönlich ist das vielleicht nicht unbedingt das Geile, aber man muss es ja mal auf die Masse betrachten. Da kam es ja, oder kommt es ja trotzdem eigentlich ganz gut an. Zudem erklärte Sierra Kid, der damals auch teilweise an Tilos Management beteiligt war, warum Tilo komplett neben dem Beat rappte. Aufgrund nicht funktionierender Technik hörte er seine Songs nicht durch seine In-Ears, sondern durch die Reflexion von den Boxen. Da diese Reflexion aber einen Delay mit sich bringt, da der Schall sich ja erst einmal weg von Tilo bewegt, bevor er in seine Richtung zurückreflektiert wird, grölte er seine Lyrics eben deutlich zu spät ins Mic. Aber genau hier lag für viele Fans das große Problem. Die Artists bekommen eine gute Gage und die Zuschauer zahlen viel Geld für die Auftritte. Dementsprechend wird dann auch ein professioneller und qualitativ hochwertiger Auftritt erwartet. Ja, andererseits schien ein großer Teil der Crowd trotzdem eine sehr gute Zeit zu haben. Und das bringt uns wieder zu der grundlegenden Frage. Ja, aber also wenn der Auftritt komplett nur so war, wie wir es gesehen haben, war das halt einfach kein guter Auftritt. Also dann haben die Leute sich selber versucht gut zu unterhalten, aber der Auftritt an sich war jetzt, also kann ich mir nicht vorstellen, dass man sagt, jo, Alter, voll Bock. Die ganze Zeit im Delay irgendwie Tilo zu hören, der nicht auf dem Takt so rappt. Wofür er natürlich nichts kann, aber ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt, dass man dafür gern Geld ausgibt. Einen guten Auftritt überhaupt ausmacht. Auch wenn Tilo sich sein Versagen eingestand und sein Auftritt am zweiten Splash-Wochenende deutlich besser ablief, Tilo galt als der damals wohl erfolgreichste New Wave Artist von diesem Moment an für viele als ein Symbol für eine schlechte Entwicklung in der Musikkultur. Und genau deshalb wurde er von vielen immer wieder kritisch beäugt. Nicht lange nach dem Splash-Auftritt wurde zum Beispiel dieses virale Video hochgeladen. Seine Stimme hört sich tatsächlich besonders an. Besonders geschändet, was nach jahrelangem Drogenkonsum auch ein erwartbares Resultat ist. So klingt seine Stimme nämlich, wenn man all die Effekte mal ausschaltet. Doch harte Zeiten tun sich auszahlen. Ich erinnere mich an Zeiten Brian damals. Kein Gucci, kein Prada. Ja, aber was hat man erwartet? Also wie soll die Stimme eigentlich anders sein? Weil man hört ja, das ist ja nun mal Autotune-Rap. Es ist nun mal so. Da kommt jetzt Autotune drauf und dann klingt das wieder stimmig. Das ist nun mal kein klassischer so A Cappella-Rap, wo du sagen kannst, okay, mach die Musik aus oder mach alle Effekte aus, jetzt singst du drauf los. Also meins ist es jetzt auch nicht so zu 100%. Also ich höre jetzt nicht meine Freizeit Tilo, aber wenn es halt auf dem Beat stimmig klingt, ist halt okay.
Eigentlich rappt Tilo in diesem Clip nur die High Vocals für die Hook ein und die klingen bei so einigen Rappern und Musikern heutzutage grauenhaft. Ja, aber da das Video hier aus dem Kontext gerissen wurde, verstärkte sich eben der Eindruck, dass es heutzutage nichts außer einen guten Producer braucht, um im Musikgeschäft erfolgreich zu sein. Oft wurden bei Tilo Fakten verdreht oder Sachen aus dem Kontext gerissen, manchmal hat Tilo aber wirklich komplett selbst reingeschissen. Was? Weil er dich gingen ließ. Okay, das macht sich ein bisschen nachdenklich, die Grammatik. Solche katastrophalen Lines zusammen mit aus dem Kontext gerissenen Clips sorgen natürlich für großen... Das ist wie, warte, das war bei... guck mal, wie hieß das Lied? War das Rin, der immer gesagt hat, fragt? Und sie fragt, irgendwie sowas. Oh, das hat mich so gestört einfach. Da dachte ich auch so, Alter. Gefragt! In welcher Welt leben wir? Das ist irgendwie, gibt es eine Frage oder wie? Oh, schlimm gewesen. Ja, wirklich schlimm gewesen, als ich das immer gehört habe. Unmut in der Deutschrap-Szene. Dazu kam dann noch der Danny-Skandal. Ist das schwäbisch? Oh, ey, wirklich. Die Schwaben, die müssen mal aufhören zu fragen. Zu dem ihr hier jetzt etwas eingeblendet seht, ein Doxing-Skandal, zu dem ihr hier jetzt etwas eingeblendet seht und die wiederkehrende Debatte über die Drogen. Allerdings schien sich gerade in dieser Beziehung einiges zu ändern. Während Tilo nämlich in alten Interviews noch sagte, dass er nicht glaubt, von Codein oder Oxycodon abhängig zu werden, gestand er sich mit der Zeit ein, dass er neben seinem Entzug von Benzos auch etwas gegen seinen Opiatkonsum machen muss. Denn Drogen rückten in seinen Texten und auf Social Media nach und nach in ein negativeres Licht. Auf Instagram posiert er beispielsweise seltener mit Drogen und in Livestreams klärt er häufiger über die Schattenseiten des Konsums und seinen Entzug auf. Des Weiteren nimmt er auch kein Blatt vor dem Mund, Rapper und Influencer zu kritisieren, die in der... Ja, wobei eine Sache finde ich trotzdem nicht so geil. Ich weiß zumindest, dass es mir geschickt wurde, mehrere Stories von ihm, wie er auf der Dachterrasse oder auf dem Balkon von seinem, ich glaube, Manager Jan Rode oder wie der heißt, chillt. Und dann zu Silvester mit einer Schreckschusspistole irgendwie den Himmel zeigt, abdrückt und das dann filmt, beziehungsweise ein Foto davon online stellt. Das verstehe ich nicht. Also in welcher Welt ist das cool, mit einer Schreckschusspistole zu schießen, ein Foto zu machen und dich dafür zu feiern? So, das ist halt... Also außer, dass das für Leute absolute Panik bedeutet, wenn auf einmal Schussgeräusche kommen, hast du, glaube ich, nicht wirklich einen Effekt und das ist auch absolut nichts, was man zeigen muss. In letzter Zeit E-Zigaretten bewerben oder selbst auf dem Markt. Und ich glaube, er hat doch sogar einen eigenen privaten Instagram-Kanal, der so plus 18 ist, wo er trotzdem noch viel über Drogen und sowas teilt, soweit ich das mitbekommen habe. Influencer zu kritisieren, die in letzter Zeit E-Zigaretten bewerben oder selbst auf den Markt bringen. Zusätzlich gibt es auch Tracks wie Sucht, in dem die Drogen ganz klar in ein negatives Licht gestellt werden. Auch wenn einige das trotzdem irgendwie missverstanden haben. Bist du scheiße, die ich wirklich seit langer Zeit gehört habe. Seine Transparenz und die ehrlichen Einblicke in sein Verhältnis zu den Drogen muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Besonders weil ihm laut eigenen Aussagen von den Major-Labels oft davon abgeraten wurde, sein Junkie-Dasein so offen und ehrlich zu kommunizieren. Tilo möchte eben real und transparent sein und daher hat er ganz im Gegensatz zu anderen Rappern der neuen Generation auch Ecken und Kanten. Er ist einer der wenigen Newcomer, der Disses von der alten Garde nicht einfach ignoriert, sondern auf Social Media, in Interviews oder auch musikalisch reagiert. Tilo hat keine Angst vor Kontroversen durch Beefs oder der Drogenthematik und dieses Verhalten steht im starken Kontrast mit einigen Newcomern, die er immer wieder als Industry Plants bezeichnet und damit für ihre glattgeschliffene Korrektheit kritisiert werden. Allerdings gehen diese positiven Aspekte immer wieder in der alten Drogendiskussion unter. Tilos Versuche, clean zu werden, waren bisher ziemlich unerfolgreich und das ist unter anderem auch der Grund, warum besonders in den letzten Monaten immer wieder Newsartikel auftauchten, die Tilo den baldigen Untergang prophezeiten. Entweder verschwinde er bald in der Irrelevanz oder er zerstöre sich bald selbst mit den Drogen. Unter den Berichten oder Social Media Posts, in denen das behauptet wird... Er hat doch aber letztens erst ein Lied rausgebracht, was ziemlich erfolgreich war. Das habe ich mir auch angehört, das war irgend so ein Sample, was man kannte. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Wie heißt die Künstlerin? Ich glaube, irgendwas mit Paula, dachte ich. Paula. Ich gehe mal Paula ein, vielleicht kommt dann die. Ja, Paula Hartmann, genau. Paula Hartmann. Wie ist denn dann das Lied? Sag was? Nee. Warte, ich gehe mal Tilo ein, vielleicht ist das nicht auf ihrer Seite vertreten. Ja, doch, sag was heißt das.
Ja, ich glaube, sag was. Irgendwie, das hat, glaube ich, ein bekanntes Sample oder so. War eigentlich ganz gut. Also als ich das gehört habe, dachte ich mir, okay, ja, klingt gut. Kann man immer wieder gehässige Kommentare lesen, in denen sich entweder über Tilos Entzugsversuche lustig gemacht oder Charakterschwäche vorgeworfen wird. Es macht mich persönlich immer wieder traurig zu lesen, was sich manche Leute unter einer Sucht und einem Drogenentzug scheinbar vorstellen. Für einen suchtkranken Menschen ist es schwierig, überhaupt zu bemerken und sich dann auch einzugestehen, dass man ein Suchtproblem hat und Hilfe benötigt. Das stimmt. Und genau das hat Tilo ja schon geschafft, ganz im Gegensatz zu anderen Rappern. Da er sich als Rapper in einer besonders drogenfreundlichen Szene bewegt und durch seinen Beruf das Umfeld nicht so leicht ändern kann, kommen nochmal ganz andere Variablen ins Spiel, die so einen Entzug erschweren können. Und dann kommt noch dazu, dass er ohne Benzos oft nicht mit der Panik und den Ängsten vor seinen Auftritten klarkommt. Sein Lebensunterhalt ist teilweise einfach von Xanax abhängig. So ein Entzug kostet auch einfach unfassbar viel Energie. Ich habe euch für Benzos und Opiate mal die Symptomatik safe, eines... Safe, auf jeden Fall, ja. Also da brauchen wir nicht drüber reden, das ist, denke ich, extrem schwierig. Und da mache ich ihm auch keine Vorwürfe, auch wenn er das nicht schafft. Ich habe auch mit Jasnero auch schon lange darüber geredet, auch schon früher, ne, also auch schon vor mehreren Jahren haben wir auch schon drüber geredet, weil es natürlich auch bei ihm Thema war. So, und ich, also demnach kann ich es auch sehr verstehen, wie schwierig das ist und dass es keine leichte Sache ist. Du kannst nicht von jetzt auf gleich sagen, okay, yo, du hörst jetzt auf. Das ist ja bloß dein Wille, du musst einfach nur wollen und fertig ist. Das ist deutlich, deutlich mehr als das, ne. Deswegen, da mache ich ihm ja nicht die Vorwürfe. Wie gesagt, es geht einfach bloß um dieses öffentlich, einfach sehr problematische Sachen teilen. Also sowas wie mit der Schreckschusspistole draußen rumschießen und Fotos machen, sich da cool fühlen. Das ist halt, ich weiß nicht mal, ob das vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie alt Tilo ist, ja. Aber wenn er Anfang 20 ist oder 20 ist oder was weiß ich, also auch zu der Zeit hätte ich es nicht lustig gefunden oder nicht cool gefunden. So, weil man doch weiß, okay, yo, das setzt ja, oder das ist ja kein gutes Signal, was man dort abbildet. Oder will man vielleicht bewusst wieder eine Kontroverse schaffen? Ich habe keine Ahnung. 22 ist er? Okay. Ja, nee, dann hätte ich es auch nicht Lust. Ich weiß nicht, nee, hätte ich nicht für sinnvoll betrachtet, sage ich mal. Entzugs eingeblendet und diese sind mitunter dafür verantwortlich, dass bei beiden Klassen die Rückfallraten extrem hoch sind. Tilo hat zumindest, so wie das sich in Livestreams anhört, auch einen kalten Benzo-Entzug probiert, wovon hier in den USA zumindest immer abgeraten wird, weil man hier neben schweren Halluzinationen auch starke epileptische Anfälle erleiden kann. Und ähnliche Symptome hat Tilo laut eigenen Aussagen im Livestream schon am eigenen Leibe erfahren müssen. So ein Entzug ist also alles andere als ohne und deshalb ist es immer wieder schade zu sehen. Also ich glaube, ohne Therapie geht das doch nicht. Also ich habe davon auch schon mehrfach mitbekommen, das muss halt nach und nach ein Stück weit abgesetzt werden, wenn du es direkt weglässt. Keine Ahnung. Also, wie er es gerade schon beschrieben hat, ich glaube, es ist verdammt schwer. Wie Leute auf Social Media bezüglich Tilo von Charakterschwäche sprechen. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Aber jetzt seid ihr gefragt. Eure Meinung zu Tilo und den Substanzen, dem Splash-Auftritt und natürlich auch seiner Musik gerne in die Kommentare. Wie ihr wisst, sind diese Videos immer ein unfassbarer Haufen Arbeit. Also, ja. Also es ist ein sehr, sehr gutes Video geworden. Also Props gehen raus an Desktalk. Der Link ist natürlich in der Beschreibung zu dem Video. Lasst ihr gerne Props da. War ein sehr gutes Video, gut aufgearbeitet. Ich verstehe nicht, warum Desktalk noch bei 20.000 Abonnenten rumhängt. Also ich finde, bei den Videos, die er so raushaut, der macht sehr aufwendige, gute Videos. Pro Video immer über 100.000 Aufrufe. Also das ist sick. Das ist sick, sick, sick. Hier 140, fast 200.000, fast 700.000, 250.000, 145.000, 200.000. Der macht mehr Aufrufe als ich pro Video. Steckt natürlich auch viel, viel Arbeit drin. Macht natürlich auch weniger Videos dadurch, das ist ganz klar, im Jahr. Aber ich verstehe nicht, warum er nur 21.000 Abos hat. Ich finde, das könnte noch ein Stück weit höher gehen. Also großen Respekt für die Arbeit des Videos. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Checkt den Kanal gern ab. Der macht viele solche Aufarbeitungen. Ist sehr, sehr spannend. War auf jeden Fall interessant zu sehen, was die Leute auch über Tilo sagen und was der Aufstieg und mehr oder weniger der Fall war. Wenn man hier von Fall sprechen kann. Ja? Also ich glaube, musikalisch ist er nicht so krass gefallen. Natürlich, er ist nicht mehr so bei seiner Hype-Zeit. Ich glaube, bei seiner Hype-Zeit, da hatte der im Monat 5 Millionen monatliche Hörer oder so. Ich weiß nicht, wie es. Jetzt hat er ja 2,6 Millionen. Das ist trotzdem insane stark und
die Lieder damals, ja, hier, guck mal, was die für Klickzahlen haben, hier 88 Millionen oder hier 89 Millionen knapp, 95 Millionen, 155 Millionen, das ist sick. Ja, wenn du die drei Lieder einfach zusammenrechnest, was du da an Geld gemacht hast, jalla, da hast du auf jeden Fall gar keinen Bock mehr, danach irgendwie was zu machen, weil du hast fast schon ausgesorgt. Nee, das ist wirklich sehr krass. Muss ich sagen, trotzdem Respekt. Auch wenn es jetzt vielleicht zur jetzigen Zeit nicht mehr so läuft oder nicht mehr so über der Überhype da ist, wie vor zwei Jahren, ist das trotzdem eine Leistung, die er gebracht hat. Vor allem, wenn man weiß, wo er gestartet ist. Ja, also ist auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Wie gesagt, ich bin kein Fan von ihm. Ich bin jetzt auch kein Hater von ihm. Also ich versuche da relativ fair zu bleiben, weil am Ende des Tages ist es genauso. Er hat genauso seine Daseinsberechtigung in der Musik. Genau, aber darum hat sich auch damals die Kritik ja nie gerichtet. Ja, war auf jeden Fall ein gutes Video, Leute. Als Algorithmus-Kommentar. Was schreiben wir als Algorithmus-Kommentar? Keine Ahnung, ihr müsst wieder kreativ sein, bitte. Schreibt gerne mal einen Algorithmus-Kommentar rein. Keine Macht in Drogen. Hallo. Hallo. Ey, das ist aber... Doch, eigentlich ist es ja auch eine gute Message. Schreibt mal KMDD. Oder schreibt direkt das ausgeschrieben. Keine Macht den Drogen. Ja. Weil hier hat definitiv das Überhand genommen. Und das ist am Ende des Tages auch das, was das Problem bei Tilo ist. Ja, ich glaube, sonst gibt es eigentlich nicht weiter Probleme. KMDD in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich, ihr habt bisher geschaut. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, würde ich mich ebenfalls freuen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Stechchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und